Manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig hier. Der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Es steht in der Luft. Er wird Tor für Schweden. Moritz war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. So ein Fehler darf den Torwart nicht unterlaufen und er selbst weiß das am allerbesten. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Hazard Jonay. Guidetti. Es Mutterseelen allein durch, nur noch einer vor ihm. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wunderbar nach vorn gespielt. Guidetti. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das sieht vielversprechend aus. Oh, das kann ins Auge gehen. Und er schießt. Vielen Dank. Super Tor! Und jetzt ziehen sie davon und tschüss. Da schaltet er am schnellsten. Ja, da war natürlich auch eine Menge Glück im Spiel. Der Ball fällt ihm genau vor die Füße. So, 2-0 jetzt also. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen sie das Ding nur noch nach Hause fahren, indem sie entweder einen Treffer nachschieben oder hinten dicht machen. Bin gespannt, für welche Strategie Sie sich entscheiden. Forsberg. Schweden liegt hier kurz vor der Pause in Führung. Das könnte was werden. Berg spielt den Ball nach rechts. Netter Versuch, aber sehr viel mehr war es nicht. Da kann er sich lösen. Er probiert es mal mit dem Heber. Und der Halbzeitpfiff. Also Hansi, Butter bei den Fischen. Wie fandest du die erste Halbzeit? Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn sie nachlegen, dann haben sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen Sie aufpassen, dass der Gegner sich noch mal den zweiten Atem holt. Das war's aus Durchgang Nummer 1, 2-0, der Zwischenstand. Das hier sind die ersten Sequenzen der zweiten Hälfte. Rüber, nach rechts. Da ist der Pass. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Da
genau, müsste Einwurf geben. Der könnte durchkommen. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Raus auf die Seite. Den hat er. Und dann ist er weg, der Ball. Physisch enorm präsent. Und jetzt aber. So knapp. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Jetzt kommt Verstärkung von der Bank. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob es diesmal was bringt. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Kommt der an? Forsberg. Der den Ball kontrolliert. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Gleich noch einmal frisches Personal. Jetzt kommt der Lange ins Spiel und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt werden sie es mit langen Bällen auf genau ihn versuchen. Lindele gewinnt den Ball für sein Team zurück. Raus auf die linke Bahn. Ab in den 16er damit. Und die Möglichkeit. Schon läuft der Gegenangriff. Guidetti. Ja, gut, da ist die Möglichkeit. Und der Keeper ist zur Stelle. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit. Jetzt der Schuss. Klasse Parade. Die Latte ganz stark. Ende der Schlusspfiff ertönt. Eine richtig gute Leistung spiegelt sich heute im Ergebnis.